Gamification einer Mathe-Einheit in der Sekundarstufe 1. Falls Sie sich nicht für Mathe interessieren oder nicht für Sek 1-Stufe interessieren, sind Sie trotzdem richtig. Also wir haben einfach das zufälligweise dort ausprobiert, aber man kann es im Prinzip an jedem anderen Ort oder Fach auch ausprobieren. Also was noch bleibt, was noch unklar ist, ist das erste Wort, der erste Begriff, Gamification. Was ist überhaupt Gamification? Und ich habe eine Definition mitgebracht. Gamification meint eigentlich, man nimmt spieltypische Elemente, also Elemente, die es halt typischerweise in einem Spiel gibt, und setzt die in einen Kontext ein, der kein Spiel ist. Das könnte zum Beispiel der Unterricht sein. Und es gibt Dutzende, Tausende von Beispielen, wo Gamification ganz einfach implementiert worden ist, zum Beispiel der Pizzakurier, jede 10. Pizza ist kostenlos, ist auch Gamification, ist eine Art Kundenbindung. Oder im Unterricht machen Sie vielleicht auch so erste, zweite Klasse, die Kiddies bekommen irgendwie so ein kleines Kleberchen mit einem Smiley oder so, wenn sie ein Arbeitsblatt gut gelöst haben, solche Sachen. Ist auch Gamification, ist im Prinzip ein kleiner Badge. Und wir sehen hier eine kleine Pyramide. Und oft wird Gamification verwechselt nur mit dem obersten Drittel, mit den Komponenten. Das sind eben die Punkte, das sind die Badges, das ist die Rangliste, das sind die ganz klassischen Elemente, die man auch sofort sieht, wenn man ein Spiel spielt. Fast bei den Spielen sind die irgendwo vorhanden, aber das geht viel, viel tiefer. Also ein gutes Spiel besteht nicht nur aus den Elementen, sondern aus vielen anderen Elementen dazu. Also wir haben zum Beispiel die Mechaniken, da definiert man, man möchte zum Beispiel Competition, man möchte Wettbewerb haben. Oder man möchte vielleicht eine künstliche Hürden einbauen. Oder man möchte Zusammenarbeitsformen haben. Irgend sowas. Und dann zu unterst, das sind eigentlich die Ziele. Das ist das Verhalten der Spielenden. Wie möchte man, dass sie sich verhalten? Das könnte zum Beispiel sein, im Unterricht möchte man vielleicht, dass sich die Kiddies untereinander helfen. Das könnte ein Ziel sein. Und das geht dann viel, viel tiefer und wir können hier von den Game Designern lernen, also von den Leuten, die professionell Spiele entwickeln. Und die haben nämlich relativ viel Vorarbeit schon geleistet, von der wir profitieren können. Und das sind Meister der Motivation. Also es gibt fast niemanden, der besser ist in Leute motivieren als die Spielentwickler. Die schaffen sogar, dass man richtig süchtig wird, dass man nicht mehr vom Spiel los will. Und das sind Theorien dahinter, das ist zum Beispiel die Selbstbestimmungstheorie nach D.C. Ryan, die besagt, dass wir eigentlich drei motivationale Grundbedürfnisse haben. Das heißt, wir Menschen möchten drei Aspekte abgedeckt haben, dann sind wir motiviert. Zum einen, beginnen wir mal oben, möchten wir zeigen, dass wir kompetent sind, dass wir auf ein Objekt wirken können. Mein einjähriger Sohn zu Hause, der freut sich, wenn er zum Beispiel einen Vorhang ein bisschen bewegen kann. Das ist so die Wirksamkeit. Dann möchten wir ein Gefühl haben der Selbstbestimmung. Das heißt, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir können selber wählen, was wir tun wollen. Das muss vielleicht auch nicht wirklich tatsächliche Freiheit sein, sondern es kann vielleicht auch wirklich ein Gefühl sein. Das heißt, wir werden vielleicht irgendwo hingelenkt, aber wir haben das Gefühl, wir können selber bestimmen. Und dann das dritte Element, wir möchten irgendwie eingebunden sein. Wir möchten vielleicht auch zeigen, was wir geleistet haben, gegen außen sichtbar machen. Das sind so die drei Punkte. Und wenn wir mal ein Spiel analysieren, ein fast x-beliebiges Spiel, die drei Sachen kommen eigentlich immer vor. Dann in einem Spiel auch ganz wichtig, das ist das Flow-Erlebnis. Das heißt, wir möchten, das ist jetzt eine Theorie von Csikszentmihalyi, wie kann man jemanden dazu bringen, dass er alles um sich vergisst und wirklich total fokussiert ist auf die eine Aufgabe, eben vielleicht das eine Spiel. Das sind auch wieder drei Komponenten. Wenn die drei zusammenkommen, dann haben wir gute Chance, dass die Spielenden hier in einen Flow geraten oder die Arbeitenden, spielt ja keine Rolle. Wiederum von oben. Also wenn alles vorhersehbar ist, wenn wir genau wissen, als nächstes kommt jetzt das, zum Beispiel in der Fabrik. Wenn ich das Pedal drücke, dann kommt der Haken nach unten zum Beispiel. Das ist langweilig. Das wissen wir nach kurzer Zeit, ist das langweilig und nicht mehr spannend für uns. Also es braucht immer etwas Unvorhergesehenes.
dann braucht es primär natürlich eine bewältigbare Herausforderung. Das heißt, eine Herausforderung, die unseren jetzigen Kompetenzen entspricht. Sie darf nicht zu schwierig sein, sonst sind wir überfordert. Sie darf nicht zu einfach sein, sonst sind wir unterfordert. Also genau unseren Kompetenzen entsprechend. Und möglichst unmittelbare Rückmeldung ist hilfreich, damit wir sehen, wir sind auf gutem Weg oder wir müssen irgendwo vom Weg ein bisschen abweichen. Jetzt, was gibt schon alles bezüglich Gamification und Schule? Gibt es schon einiges? Es gibt zum Beispiel ein Buch von einem Amerikaner, der seine Hochschulveranstaltung gamifiziert hat. Es gibt World of Classcraft ist ein Tool, kann man kostenlos einsteigen, wenn man dann mehr Funktionen will, bezahlt man, kann man gerne einmal ausprobieren. Da gibt es dann so lustige Sachen, das kann man im Unterricht nutzen und da kann man zum Beispiel als Schüler, wenn man sich vielleicht mal gut benommen hat oder so, mal eine gute Zeit hatte, kriegt man vielleicht von Lehrer eine Funktion freigeschaltet. Der Schüler darf 2 Minuten nach draußen gehen. Klingt jetzt blöd, aber während einer Prüfung kann das durchaus ein attraktives Angebot sein. Und da gibt es einen ganzen Katalog, kann man quasi als Lehrer dann zuschalten, der darf jetzt das, der darf jetzt das. Ist ziemlich komplex, ziemlich kompliziert, kann man sich gerne mal anschauen. Gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Dann gibt es nochmal eine solche Plattform, auch Online-Plattform, die ist allerdings kostenpflichtig, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Wir haben gedacht, wir bauen eine eigene Plattform und genau deswegen, weil eben Gamification, wenn man es ein bisschen ausgeklügelter machen möchte, nicht einfach nur Punkte vergeben und so weiter, dann ist es echt zeitaufwendig. Und das kann nicht jede Lehrperson selber machen, deshalb haben wir gedacht, wir entwickeln eine Plattform, die geben wir frei und da kann man dann beliebige Inhalte einfüllen. Deshalb nicht einfach nur Mathe, sondern wir haben es mit Mathe ausprobiert, aber man kann es im Prinzip mit wahrscheinlich fast jedem Unterrichtsthema machen. Wie sind wir vorgegangen? Wir haben zuerst mal gesagt, was können wir überhaupt, welche Ebene wollen wir gamifizieren? Wir könnten im besten Fall, würde ich am liebsten machen, die Schulbildung gamifizieren. Dass schon das ganze Schulsystem so angelegt ist, dass man die Kids gar nicht motivieren muss, sondern die sind von selbst motiviert. Das wäre so der Traum. Ist ein bisschen schwierig für mich. Also wir haben uns geeinigt auf eine Unterrichtseinheit, das heißt eine Einheit, die dauert irgendwie 4-5 Wochen zu einem speziellen Thema und sowas kann man gut gamifizieren. Was waren unsere Ziele? Zuerst wollten wir erreichen einen schülerzentrierten Unterricht, weshalb, wieso gehe ich jetzt nicht darauf ein. Und natürlich, wenn der Unterricht schülerzentriert ist, dann müssen wir auch Anreize setzen. Also das erste war schülerzentrierter Unterricht, das ist quasi ein Anreiz für die Lehrperson. Und dann müssen wir Anreize setzen für die Schülerinnen und Schüler, die Verantwortung auch wahrzunehmen und halt eigenständig zu arbeiten, ohne dass dann die Lehrperson trotzdem immer wieder kommen muss und sagen muss, jetzt arbeite doch ein bisschen, mach mal ein bisschen was. Wir haben als zweites das Game Design entwickelt. Und zwar, wir sehen hier, das sind genauso die oberste DCRI in der grünen Ebene, das sind genauso die 3 Punkte, die motivationalen Grundbedürfnisse. Dann haben wir versucht, Flow-Elemente reinzubringen. Und dann haben wir die blaue ganz unten noch versucht, Neugierde zu wecken, also das Interesse am Thema noch zu vertiefen mit Storytelling, mit einer übergeordneten Storyline und solchen Elementen. Okay, und dann haben wir das umgesetzt, haben es entwickelt. Es ist eine Online-Plattform, das heißt, es ist praktisch alles mit JavaScript entwickelt. Auch wieder der Punkt, es soll überall funktionieren auf jeder Plattform. Und ich zeige Ihnen am besten einfach mal, wie das ausgesehen hat. Das war die erste Version, jetzt sind wir am Entwickeln einer zweiten Version, die dann anders aussieht. Aber vom Game Design her noch ziemlich ähnlich ist. Es gibt eine Schüleransicht, es gibt eine Lehreransicht, das ist jetzt die Schüleransicht, also die loggen sich ein jeweils zu Beginn einer Unterrichtsstunde. Wir haben es mit iPads getestet, das in der Klasse, in der wir waren, hatten die alle iPads. Und jetzt haben die hier ganz normal so die Aufgaben, die sie sonst auch lösen müssen. Das sind Aufgaben im Prinzip
aus dem Schulbuch, das sind andere Aufgaben, die die Lehrperson sonst verwendet hätte, die haben wir einfach in eine übergeordnete Storyline eingebettet, muss man nicht tun, kann man tun, das gibt dann aber richtig zu tun, wenn man es machen möchte. Und die Theorie ist auch so ein bisschen mit drin, und das waren jetzt die Arbeitsblätter, und in einem Arbeitsblatt hat es dann einfach mehrere Aufgaben. Die werden hier natürlich nicht Aufgaben genannt, sondern Quests, das ein bisschen nach Spiel tönt. Ich kann jetzt so eine anwählen als Schüler, kriege hier jetzt einen Aufgabentext, sehe unten, welche Belohnung das ich erhalte, wenn ich die Aufgabe löse. Das heißt, jede Aufgabe gibt eine bestimmte Anzahl XPs. Hier habe ich noch irgend so ein Learning-App, das eingebunden ist. Und die Aufgabe ist jetzt, dieses Learning-App auszuführen. Da gibt es ein viel geeignetere Learning-App als das. Das ist jetzt relativ langweilig, aber ich weiß nicht, wer kennt Learning-Apps? Relativ viele. Es ist eine kostenlose Plattform im Internet, da können Sie auch ganz spielerische Aufgaben machen. Sie können zum Beispiel ein Pferderennen machen und das hier einbinden, solche Sachen. Das wird sofort auch wiederum ein bisschen spielerischer. Okay. Und das ist im Prinzip schon der ganze Witz, wenn ich das gelöst habe, im besten Fall, die Aufgabe hätte jetzt automatisch vom System korrigiert werden können. Man kann auch Antworten hinterlegen, dann kann es das System auch automatisch korrigieren und sonst muss halt die Lehrperson die Aufgabe manuell korrigieren. Es gibt noch so ein paar andere Elemente, wir haben allerdings nicht allzu viel eingebaut, einfach auch um das Ablenkungspotenzial nicht wahnsinnig hoch zu halten. Man hat hier einen Avatar, den die Schülerinnen und Schüler aufleveln können. Das heißt, sie kriegen pro Level, den sie aufsteigen, kriegen sie hier neue Items hinzu, die sie verwenden können. Es gibt eine Rangliste. Man kann schauen, wie die Avatar der Mitschülerinnen und Schüler aussehen. Ist jetzt auf Sekundarstufe 1 nicht wahnsinnig relevant, aber wir haben es auch mal auf eine Unterstufe ausprobiert, in der dritten Klasse, und da war das absolutes Highlight. Und da gibt es noch so Features, wie man kann gucken, wer die Aufgabe, die man gerade am Lösen ist, schon gelöst hat. Und das ist jetzt ein kleines Feature so nebenbei, das hat aber ganz große Auswirkungen gehabt, nämlich die, dass die Schülerinnen und Schüler sich tatsächlich gegenseitig geholfen haben. Das heißt, die Sophie hat gesehen, oh, der Kevin hat das schon gelöst, hat selber nicht richtig verstanden, ist zum Kevin gegangen und hat sich das erklären lassen, zum Beispiel. Und die Devise war, erklären erlaubt, die Lösung verraten verboten. Hat nicht hundertprozentig geklappt, ist auch logisch. Okay, das ist eigentlich so die Plattform. Ich glaube, wir haben noch kurz Zeit, um vielleicht mal kurz reinzuschauen, wie das tatsächlich ausgesehen hat zu einem Unterricht. Ich habe eine Videosequenz dabei. Also zu Beginn wurden die iPads verteilt. Und das war jetzt ganz zum Ende der 4 Wochen. Das heißt, die haben das schon gekannt. Der Neuigkeitswert war vorbei. Und trotzdem, die haben sich fast darauf gestürzt jeweils. Nach einer Minute waren alle am Arbeiten. Das war also eine klassische Unterrichtssituation, wo sich die Kids die Inhalte selbst oder gegenseitig erklärt haben. Das ist eine Möglichkeit, eine Lösung einzureichen, die manuell korrigiert werden muss, nämlich einfach ein Foto machen, kurz von der Lösung auf dem Arbeitsblatt. Oder dann gleich online eingeben. Und sobald es eingereicht ist, sieht die Lehrperson
kann die Lösung, also sieht, dass also eine neue Lösung gekommen ist, kann die Lösung anschauen, den Schüler zu sich rufen, mit ihm die Lösung durchgehen oder wenn es nicht nötig ist, einfach auf den Knopf drücken, jawohl, war gut. So, ich breche hier mal ab. Ich glaube, Sie haben einen Eindruck bekommen, wie das so ausgesehen hat. Es ist im Prinzip, also die URL ist online, questania.org. Man kann sich aber momentan nur quasi in einer Mailingliste oder eintragen, dass man dann benachrichtigt wird per Mail und sich informieren lassen kann, sobald es online ist. Das war jetzt wirklich die erste Version. Wir ändern jetzt noch, also wir programmieren das komplett von neu, weil wir haben es wirklich nur so für eine Klasse ausgelegt und wenn wir es freigeben, hoffen wir dann schon, dass vielleicht einmal 1000 Schüler gleichzeitig drauf sind, braucht es ein bisschen andere Ansprüche an die Skalierbarkeit. Wir bauen die Spielmechanik noch ein bisschen aus, geben da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten und dann soll es etwa im nächsten Frühjahr soll's soweit sein, dass wir das freigeben können. Also questania.org. Wir haben es in zwei Klassen ausprobiert, in einer 8. und einer 9. Klasse. Zuerst beim ersten Test war der Erfolg, also waren wir an sich ganz zufrieden, hat technisch funktioniert, das Game Design hat funktioniert. Es hat aber einen großen Fehler drin gehabt, nämlich die Kids haben so viele Quests gelöst, und zwar auch freiwillig, durchaus etwa die Hälfte wurden außerhalb der Unterrichtszeit gelöst, das heißt vor allem zu Hause. Also der Lehrer musste keine Hausaufgaben mehr geben während der Zeit, die haben freiwillig gemacht. Und dann man hat viele Aufgaben, die musste der Lehrer von Hand korrigieren und der Lehrer war während dem Unterricht nur am Korrigieren. Weil es gab nur die Möglichkeit, dass der Lehrer den Kevin zum Beispiel zu sich ans Pult geholt hat und gesagt hat, okay, zeig ihm mal deine Lösung. Und da war eigentlich der Lehrer während den 45 Minuten fast nur am Korrigieren. Das haben wir dann geändert, wir haben das gesehen, man kann jetzt auch per Foto ein Foto einreichen, man kann ein Video, quasi man kann es erklären auf Video, man kann das direkt online eingeben. Und das hat dazu geführt, bei der zweiten Untersuchung, dann hat das perfekt geklappt, also die Lehrerin, die konnte außerhalb des Unterrichts korrigieren, was es zu korrigieren gab an manuellen Aufgaben. Und die war während dem Unterricht, hatte sie einfach Zeit, um mit den Schülerinnen und Schülern quasi ihnen zu helfen, sie zu unterstützen. Sie hat auch genau gesehen, wie weit sind die einzelnen Schülerinnen und Schüler. Sie hat gesehen, welche Arbeitsblätter oder welche Aufgaben wurden quasi immer ausgelassen. Da muss es vielleicht ein Problem geben, da muss man vielleicht mal einen Frontalinput machen. Also man hat als Lehrperson viel genauere Daten, viel aktuellere Daten auch und kann dann ganz gezielt einzelne Schüler oder die ganze Klasse oder eine Gruppe zu sich rufen und da mal einen Input machen.